Heute diskutieren wir bei Stimmt über den Vorschlag von Thorsten Frey, CDU, das Asylsystem komplett zu ändern. Über eine Studie zur Polarisierung unserer Gesellschaft und wer andere Meinungen eher akzeptiert. Und über einen ärztlichen Rat, Stichwort Siesta. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, Ihrem Nachrichtentalk. Freuen Sie sich auch heute wieder auf eine spannende Diskussion über die Themen des Tages hier an unserem Politikstammtisch. Heute sind zu Gast von links nach rechts Aktivist und die linke Politiker Bijan Tavassoly, Buchhändlerin, und sie sitzt für die Freien Wähler im Dresdner Stadtrat, Susanne Dagen, und Autor des Buches Der alte weiße Mann, Norbert Bolz, ist wieder bei uns. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Nichts anderes als die Abschaffung vom individuellen Asylrecht fordert Thorsten Frey von der CDU. Wenn es nach dem Vorschlag ginge, würde es EU-weit zukünftig eine Kontingentlösung geben. Sprich, 400.000 Menschen aus Konflikt- und Krisengebieten würden Asyl bekommen und ins Land geholt, mehr nicht. Das würde auch bedeuten, dass zukünftig die EU sich selbst aussuche, wer Asyl bekommt und wer nicht. Wie aktuell hauptsächlich genannt werden die Stärksten, die den Weg auf sich nehmen und es schaffen, beziehungsweise die, die sich Schlepper leisten können, wären es dann nicht mehr alleine, die in die EU kommen, sondern es wären auch die Schwachen. Herr Tavassoly, was sagen Sie zu dem Vorschlag? Na, ich würde sagen, Thorsten dreht frei. Ja? Also es ist erstmal stilistisch, finde ich es immer schon schwierig, wenn Politiker Forderungen aufstellen, von denen sie selber wissen, dass sie sie nicht umsetzen können. Warum? Kann man nicht umsetzen, deswegen, weil es nicht nur ein Grundrecht ist, sondern weil es auch Ausfluss der Menschenwürde ist und das Bundesverfassungsgericht, selbst wenn 2/3 des Bundestages dafür stimmen würden, eine solche Änderung der Verfassung nicht akzeptieren würde. Das ist nicht machbar. Und dann so eine Forderung in den Raum zu stellen, das ist für mich reiner Populismus. Aber ich finde es auch inhaltlich falsch. Und zwar deswegen, weil wir in Deutschland einfach eine besondere Verantwortung haben. Deutschland ist das Land der Shoah. Deutschland ist das Land, in dem sozusagen Menschen geflohen sind und das Glück hatten, dass sie in einigen Teilen der Welt aufgenommen wurden. Teilweise mussten deutsche Staatsbürger, man muss immer sagen, die Juden, die geflohen sind, das waren deutsche Staatsbürger. Und die mussten teilweise nach Shanghai, nach China, weil sie sonst nirgend Zuflucht gefunden haben. Und das ist eben der Grund, warum die Mütter und Väter des Grundgesetzes dieses Recht auf Asyl in die deutsche Verfassung eingeschrieben haben und warum man das auch nicht einfach zur Disposition stellen kann, um dem politischen Gegner sozusagen eins auszuwischen. Okay, also Sie begründen das mit der historischen Schuld Deutschlands. Würden Sie sagen, dass das jetzige Asylsystem funktioniert? Ich würde sagen, dass das Asylsystem sicherlich Probleme hat. Ich denke, wir müssen erstmal trennen zwischen Asyl, dem genuinen Recht auf Asyl, was politischen Flüchtlingen zum Beispiel zusteht, was Menschen zusteht, die individuell verfolgt werden. Meist wird das vermischt mit sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Und das ist, glaube ich, eine andere Frage, die Frage der Migration, die man wirklich ganz klar trennen muss. Ich denke, dass es sicherlich Probleme gibt. Das ist keine Frage. Und ich sehe die vor allen Dingen auf der europäischen Ebene. Weil es kann natürlich nicht sein, dass in einer Wertegemeinschaft wie der Europäischen Union Deutschland einen Großteil dieser Verantwortung alleine trägt. Sondern andere Länder, da schaue ich besonders nach Osteuropa, die haben auch eine Verantwortung. Und wenn sie profitieren von der EU, dann müssen sie eben auch diese Verantwortung mittragen. Frau Dagen, wie finden Sie denn... Ich schäume jetzt schon ein bisschen hoch, Herr Tavassoly, natürlich. Ganz klar. Also ich hätte da eine andere Position dazu. Ich gehe mit, wenn Sie diesen Vorschlag als reinen Populismus bezeichnen. Das sehe ich auch so. Und zwar hinsichtlich einer Wahl, die wir natürlich im nächsten Jahr in den neuen Bundesländern haben. Die Landtagswahlen, die Kommunalwahlen und so weiter. Also die CDU versucht sich da entsprechend in Position zu bringen. Ich würde Ihnen sogar recht geben, wenn Sie sagen, dass das unter Umständen rechtlich auch wieder kassiert werden würde. Dennoch die Frage, auf die ich antworten würde, und zwar anders als Herr Tavassoly: Was halten wir denn von dem derzeitigen Migrationsrecht? Ich sehe da große Probleme und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen billig, wenn Sie dann wieder auf diese Schuld der 12 Jahre Nationalsozialismus, exilierte Juden, Shoah, Holocaust und so weiter abheben. Das halte ich für falsch,
Vor allen Dingen glaube ich, dass wir nach 2015 sehr wohl auch einschätzen können, inwieweit es für uns, unser Land wirklich gut ist, eine solche Migration, wie wir sie gerade derzeit haben, im Sinne von ungebremster Migration, dass das wirklich nicht funktioniert bei uns. Also ich bin da sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite Populismus, auf der anderen Seite denke ich, dass die CDU zumindest, wenn sie auch nur rechts blinkt, aber vielleicht auf dem richtigen Weg ist. Herr Bolz, wie fanden Sie den Vorschlag von Thorsten Frey? Nicht besonders überraschend aus den schon genannten Gründen. Vor Wahlkampfzeit, man muss bei dem Megaproblem, das wir nicht erst seit kurzer, sondern seit sehr langer Zeit schon haben, Massenmigration, tatsächlich eine Position beziehen, mit der man die AfD ein bisschen, den AfD ein bisschen Schach bieten kann. Aber es ist viel wichtiger, darauf zurückzukommen, was Herr Tavassoli gleich zu Anfang gesagt hat, zu Recht gesagt hat, dass natürlich unser Asylsystem, das Grundrecht auf Asyl, nur zu verstehen ist vor dem Hintergrund des Dritten Reiches. Das ist vollkommen klar. Aber das ist eben auch gleichzeitig das Problem. Denn die Zeit hat sich radikal verwandelt. Die Leute, die damals mit allerbesten und humansten Absichten dieses Grundrecht auf Asyl ausformuliert haben und es dann auch karitativ ausgestaltet haben. Wir interpretieren das ja bis an die Grenze, wie soll man sagen, des Humanitarismus überhaupt. Die Leute hatten wirklich eine sehr gute Idee und das war ein guter Grundgedanke, aber er passt nicht mehr in unsere Zeit. Man konnte sich damals noch gar nicht vorstellen, in welchem Ausmaße Wirtschaftsmigration stattfinden wird, denn darum geht das. Ich glaube, es wird niemanden in Deutschland, der verantwortlich Politik betreibt, geben, der das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte in Frage stellt. Das wäre absurd. Ich glaube, selbst bei der CSU würde ich sowas nicht erwarten. Aber darum geht's gar nicht. Darum geht es gar nicht, sondern das Asyl ist seit vielen, vielen Jahren nur ein Deckbegriff für ein wirkliches Großproblem, nämlich Wirtschaftsmigration. Und das nun allerdings auch nicht in dem Sinne, wie das gerne schön geredet wird, im Sinne von, da kommen jede Menge Facharbeiter zu uns, sondern es ist tatsächlich das, was, man darf es ja politisch korrekt niemals sagen, aber was einfach die Wahrheit ist und auch vielfach dann doch gesagt wird, es ist eine Einwanderung in die Sozialsysteme oder ins Bürgergeld, würde man heute sagen. Und daran zu zweifeln, ist einfach absurd. Man kann eine einzige Frage nur noch stellen in diesem Zusammenhang, die leider Gottes auch nie gestellt wird, obwohl Herr Tavassoli auch da zu Recht in die richtige Richtung gezeigt hat, nämlich warum nur zu uns? Warum wollen alle nur zu uns? Nicht? Die sind längst in der Sicherheit, wenn sie Griechenland erreicht haben, wenn sie Italien erreicht haben, wenn sie Spanien erreicht haben. Aber da wollen die gar nicht hin. Sie wollen nur nach Deutschland. Und das hat nur einen einzigen Grund, nicht wegen unseres Wetters oder wegen der Ampelregierung oder irgendwelcher anderer kultureller, toller Ereignisse in Deutschland, sondern wegen des Geldes. Und das ist etwas, was man in aller Offenheit aussprechen muss. Und ich bin nur in einem Punkt nicht mit Ihnen einverstanden, Herr Tavassoli, nämlich darin, das immer wieder glatt zu bürsten mit dem Hinweis, ja, wir müssen in Europa zu einer Übereinkunft kommen. Das sagt man seit Merkels Zeiten, seit dem ersten Gespräch über die Massenmigration in Europa. Und die Europäer, die anderen, denken im Traum nicht daran, den deutschen Weg zu gehen. Im Traum nicht daran, das Asylrecht so auszulegen, wie wir das auslegen. Und sie werden es niemals tun. Die würden lieber die 20.000 Euro Strafe zahlen. So viel ist es doch, glaube ich, nicht, wenn man zugewiesene Flüchtlinge nicht aufnimmt. Die zahlen lieber diese 20.000 Euro, als in irgendeiner Weise auf unseren Kurs einzuschwenken. Denn wir sind, genau wie in der Klimapolitik und in vielen anderen Dingen, sind wir der Meinung, wir könnten unsere vollkommen singuläre Position dem Rest der Welt oder zumindest dem Rest von Europa aufdrücken. Und die machen da nicht mit. Massenmigration, gerade aus diesen Ländern, Afrika oder aus den islamischen Ländern, ist ein so drängendes gesellschaftspolitisches Problem, dass die meisten anderen Europäer sagen, da machen wir nicht mit. Die haben auch schon Erfahrungen damit gemacht. Denken Sie nur mal dran, wie liberal die Schweden waren früher gegenüber Massenmigration. Die haben harte Erfahrungen gemacht, wie die Holländer, ganz schlimme Erfahrungen gemacht und wie knallhart, die heute ihre Migrationspolitik betreiben. Aber es ist zu spät, Herr Bolz. Es ist zu spät. Und ich glaube, gerade wenn wir diese
Beispiele uns anschauen von Schweden oder von Dänemark oder von Niederlanden, wir sehen ja, oder Frankreich, gut, Frankreich ist nochmal eine besondere Situation, aber wenn wir es uns anschauen, dann wissen wir doch, was auf uns zukommt. Und warum sollten wir das sehenden Auges tun? Und vor allen Dingen, Herr Tavassoli, was mir an Ihrer Argumentation auch aufgefallen ist, zum einen sprechen Sie über die besondere Verantwortung von Deutschland aufgrund der 12 Jahre des Nationalsozialismus und gleichermaßen versuchen Sie aber, alle anderen Länder auch in die Mitverantwortung zu nehmen. Die haben aber nicht die 12 Jahre gehabt. Also es hinkt hinten und vorne. Gut, es gibt nicht nur Österreich, es gibt nicht nur Polen, es gibt auch andere Länder Europas, die Sie damit meinen. Ich kann nur sagen, ich bewundere Viktor Orban, der sagt, ich bin für mein Volk. Und für mein Volk ist das nicht gut, wenn ich hier eine solche Migration zulasse. Ja gut, aber Viktor Orban hat eine sehr spannende Rolle eingenommen. Weil 2015 haben wir gesehen, dass die Ungarn dicht gemacht haben, dass Polen angefangen hat, Grenzen zu Belarus zu schließen. Und als der Konflikt in der Ukraine, als da der Krieg, der Angriffskrieg losging, da war es plötzlich ganz anders. Und da stand Viktor Orban an der Grenze und hat die Flüchtlinge begrüßt. Ne? Und da gab es natürlich zynische Stimmen, die dann gesagt haben, dass das vielleicht ganz, die Hautfarbe und nein, der Glauben dieser Flüchtlinge auch eine Rolle spielen könnte. Das ist eine ganz andere Situation, Ukraine. Eine realistische Einschätzung dieser zynischen Stimmen. Nein, ich glaube, das ist eine andere Situation. Ich kenne die Ukraine sehr gut und gerade die Westukraine, die ja zum großen Teil ungarischstämmige Bevölkerung hat. Ja, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, wirklich auf Herrn Bolz nochmal einzugehen und das Thema der Wirtschaftsmigration hier an allererster Stelle zu stehen. Das ist unser Problem. Nichtsdestotrotz würde ich Herrn Bolz doch recht geben in der Frage sozusagen, dass Asylsuchende sich das Land nicht aussuchen können dürfen. Ob das jetzt Ungarn ist oder Deutschland, das ist nicht die Idee dahinter. Das Konzept ist, dass Menschen geschützt werden und nicht, dass sie sich aussuchen können, wo ihnen das Wetter am besten gefällt. Das ist der Grundsatz. Aber da muss man dann schon gucken, wir haben eben, und diese 12 Jahre, das war nicht meine Begründung, das war die Begründung der Mütter und Väter des Grundgesetzes. Die haben deswegen eben diesen Artikel so reingeschrieben. Und der ist eben auch Ausfluss der Menschenwürde. Und ja, es ist eine Weile her, aber die Folgen, die sehen wir bis heute. Es war ein Massenmord an den europäischen Juden. Und damals gab es 1938 eine Konferenz in Evian, wo 38 Länder zusammensaßen und darüber diskutiert haben, wer die aufnehmen möchte. Und es gab kaum Länder, die sie aufgenommen haben. Und deswegen wurden viele dieser Millionen Menschen ermordet, weil sich da niemand gefunden hat. Und wenn eine solche Situation sich wiederholt, und nicht in dem Ausmaß, aber wir sehen das zum Beispiel im Irak, als der Islamische Staat die christlichen Jesiden umgebracht hat, dann ist es doch unsere Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Da kann man doch nicht einfach wegschauen. Das ist die Lehre, die auch nach 70 Jahren stehen. Die würden ja dann über das Kontingent kommen. Was spannend ist, Ukraine-Krieg haben Sie angesprochen. Was da spannend ist, die würden auch in dieses Kontingent reinfallen. Das heißt, in diesem Jahr sind in die EU 880.000 Asylanträge wurden gestellt. Ukraine nicht mit eingerechnet. Mhm. Hieße, die Ukrainer hätten dafür gesorgt, dass das Kontingent von 400.000 mit den Ukrainern komplett erfüllt gewesen wäre und es wären gar keine anderen Asylanten bzw. Asylbewerber mehr reingekommen in die EU. Das geht nicht. Man kann da keine Grenze setzen, wo man sagt, beim Recht auf Asyl. Weil ich kann da aus meiner persönlichen Geschichte, mein Vater ist aus dem Iran geflohen. Und da gab es eine Situation, es ging dann sehr schnell auf einmal, als viele Menschen geflohen sind. Ne? Und einige konnten sich Flugtickets leisten, andere konnten das nicht. Und man kann keinen Wettlauf sozusagen auf die wenigen Kontingentplätze eröffnen, wo dann die Leute, die als erstes sozusagen ankommen, dann noch reingelassen werden. Und den anderen sagt man dann, also ob ihr jetzt erschossen werdet, ob jetzt Bomben auf euch fallen, ob ihr jetzt in Lager gesteckt werdet, das ist uns egal. Verstehe ich. Mit der Menschenwürde eben nicht vereinbar. Verstehe ich komplett, aber es führt zu praktischen Problemen. Und auch die hat Herr Frey angesprochen und das hören wir uns mal an. Und das bedeutet, dass wir insbesondere für die Schutzbedürftigsten, für die Ältesten, für die Krankesten, für Frauen und Kinder die geringsten Chancen auf ein Asylrecht in Deutschland und Europa ermöglichen und stattdessen eigentlich einen Wettlauf der gesündesten, der jüngsten und der am besten betuchtesten machen. Das halte ich nicht für gerecht und das halte ich auch nicht für human. Wenn Sie die aktuelle Schutzquote für Afghanen in Deutschland nehmen, dann würde das bedeuten, dass unser geltendes Recht ermöglichen würde, dass etwa 35 Millionen Afghanen nach Deutschland kommen könnten und dort berechtigt Asyl beantragen können.
Da hat er doch einen Punkt. Er hat einen sehr guten Punkt, weil die Frage sozusagen, dass Asyl jetzt erst hier gestellt wird, ist ja eigentlich nicht die Idee. Die Idee ist, dass man zur deutschen Botschaft geht, dort seine Gründe niederlegt und dann die Einreise ermöglicht wird. Und das war sowieso schon schwierig. In vielen dieser Länder sind die Botschaftstermine monatelang im Voraus ausgebucht. Zur Zeit, als es im Iran sehr hoch heiß herging, da war es unmöglich, sozusagen einen Termin bei der Botschaft zu kriegen. Und in der Corona-Zeit waren die Botschaften teilweise ganz geschlossen. Ne? Also man kann sich natürlich darüber beschweren, dass es nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, aber dann muss der Weg auch ermöglicht werden. Und heutzutage in Zeiten, wo wir Homeoffice machen und so, denke ich, man könnte viele dieser Vorgänge auch per sozusagen Videochat ermöglichen. Ne? Wäre es dann nicht zu leicht? Ich glaube jetzt nicht, dass 35 Millionen Afghanen nach Deutschland kommen wollen. Ich glaube, das ist... Wir haben doch die Pull-Faktoren angesprochen. Es gibt wenig Länder, die so großzügige Sozialleistungen anbieten wie Deutschland. Also gerade das wäre ein Pull-Faktor. Und wenn es dann online ginge, was mich wundern würde, weil was funktioniert in Deutschland bürokratisch schon online, wäre es ja dann, hätte man praktisch alle Asylanträge der ganzen Welt. Ja gut, also in Deutschland. Ob die Sozialleistungen jetzt so ein großartiger Pull-Faktor sind, die sind bei das der aktuellen Inflation... Das ist der erste Punkt, wo ich das finde, dass Sie ein bisschen unredlich sind. Ich war jetzt die ganze Zeit begeistert über Ihren analytischen Scharfsinn und habe fast jeden Satz unterstreichen können. Aber das ist nun wirklich Nonsens. Sie wissen das ganz genau, dass in der ganzen Welt mittlerweile bekannt ist, wie die Situation in Deutschland ist. Also, dass man hier mit offenen Armen empfangen wird, zumindest offiziell von der offiziellen Politik, dass man nur einen Fuß auf den deutschen Boden setzen muss und braucht keine Sorge mehr zu haben, jemals daraus verdrängt zu werden, dass es so etwas wie Abschiebung de facto gar nicht mehr gibt, höchstens in 3-4 Symbolfällen. Das heißt, und dass es nirgendwo materiell eine derartige Basis gibt für jeden, der kommt, egal ob er etwas leisten will oder nicht, das spielt alles gar keine Rolle. Das wissen Sie natürlich genauso gut wie ich und das weiß auch jeder Politiker. Der Punkt ist nur, dass man es offenbar nicht ansprechen darf. Und das ist das, was mich eigentlich interessiert an der ganzen Sache. Alles, was Herr Frey gesagt hat, ist offensichtlich, soweit es wiederum analytisch ist und deskriptiv, richtig. Nur ist natürlich die Konsequenz, die er daraus zieht, populistisch und unrealistisch. Da haben Sie nun wiederum vollkommen recht. Nur, wir müssen noch einmal ans Grundproblem der ganzen Sache herangehen. Und das Grundproblem sind doch nicht die politischen Flüchtlinge. Nein. So, die Leute, die wirklich Angst haben um ihr Leben, wer die nicht aufnimmt, ist wirklich ein Unmensch. Aber das hat doch mit denen nichts zu tun. Weil wenn das Kontingent erfüllt wäre, was machen wir mit politischen Flüchtlingen? Ich sage ja, das ist Quatsch. Wäre ein Nawalny, wie ich es verstanden habe, würde der nicht mehr aufgenommen werden. Das, was Frey analytisch und deskriptiv gesagt hat, ist richtig. Was sein Vorschlag ist, ist Quatsch. Das weiß auch jeder und kein Mensch nimmt das wirklich ernst, der die politische Situation überschaut. Das hat also eine rein polemische, parteipolitische Variante. Nur, der Punkt ist, wie gesagt, ein vollkommen anderer. Niemand ist gegen politisches Asyl für wirklich politische Verfolgte. Aber das ist eine Minderheit im Vergleich zu dem, wer zu uns kommt oder wer nach Europa strömt. Das sind fast alles Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Und da muss es doch möglich sein, dass man sagt, ihr könnt kommen, wenn ihr was könnt und wenn wir euch brauchen können. Dann könnt ihr gerne kommen. Aber es muss genauso möglich sein zu sagen, wenn ihr uns gar nicht helfen könnt, wenn ihr uns nicht voranbringt, wenn ihr die Jobs, die wir brauchen hier dringend, wenn ihr die nicht ausfüllen könnt, können wir euch auch nicht reinlassen und können euch auch kein Bürgergeld auszahlen. Aber hier geht es ja wirklich um Asylbewerber, also Leute, die verfolgt werden. Ich sag ja gerade, das ist doch das große Problem, dass wir diese beiden Gruppen kaum mehr unterscheiden können. Aber würde das nicht helfen, diese Leute zu unterscheiden? Genau, sage ich doch. Das müssten wir machen. Also wir müssten ernsthaft diese Trennung vornehmen können. Und da spielt natürlich die Politik auch eine riesengroße Rolle. Einfach deshalb, weil sie beispielsweise auch so etwas wie Rückführungen verhindert dadurch, dass sie so gut wie die Hälfte der Welt als terroristisch oder sonst was als diktatorisch bezeichnet, so dass es also nicht zu verantworten ist, beispielsweise einen Terroristen in Deutschland zurückzuschicken, bloß weil er dort vielleicht Folter erwarten muss oder so irgendetwas. Das sind Dinge, die ständig passieren. Also die Diskussion darüber, welche Länder denn überhaupt als rückführbar gelten, also für die Leute, die abgewiesen sind, die gar nicht anerkannt sind. Die Diskussion läuft ununterbrochen. Da sind es bestimmte Parteien,
vor allem die Grünen, ich glaube Ihre auch, die im Grunde das möglichst weit fasst, diesen Bereich der Nichtrückführbarkeit. Und das macht beispielsweise auch so etwas wie... Es sind zum Teil auch Länder, in die viele Urlaub machen, wie Marokko. Oder auch dieser Punkt, dass Leute zu uns kommen, finde ich einen Punkt, der doch mal aufgeklärt werden müsste. Die kommen zu uns, weil sie geflohen sind vor Unterdrückung, machen dann Urlaub in diesem Land. Das muss mir irgendjemand mal erklären. Da muss ich Ihnen absolut zustimmen. Und genauso wie Sie da den parlamentarischen Geschäftsführer Ihrer Fraktion kritisieren, kritisiere ich an der Stelle auch den Bundesvorstand meiner Partei, die jetzt gerade Carola Rakete vorgeschlagen haben für den zweiten Platz auf der Europaliste. Auch das kritisiere ich. Ich muss aber sagen... Sie sind dagegen. Ich wollte Sie nämlich gerade darauf ansprechen beim nächsten. Ja. Sie sind gegen die Ernennung von Carola Rakete als Spitzenkandidatin. Ich komme da gleich nochmal zu. Aber erstmal muss ich nämlich Herrn Beuls da wirklich recht geben. Ich finde, der Vorschlag und die Trennung ist super ausgearbeitet. Ich würde an einer Stelle noch weitergehen. Ich denke nicht, dass jeder, der uns hier helfen kann, der wirtschaftlich gebraucht wird, hier reingelassen werden sollte. Davon, denke ich, sollte man Abstand nehmen, weil es ist einfach ein Problem für die Länder, der ehemals hat man es dritte Welt genannt, dass die hochqualifizierten Menschen raus können und die anderen zurückbleiben. Und wenn ein Land, beispielsweise Kuba, viel, viel Geld in die Ausbildung eines Arztes, eines Facharztes gesteckt hat, dass man dann einfach sagt, wir nehmen die. Das finde ich nicht in Ordnung, weil am Ende ist die medizinische Versorgung, die ist in Deutschland, gerade auf dem Land, auch nicht immer gut, aber die ist in diesen Ländern schlechter. Und deswegen, denke ich, sollte man da auch gucken, einerseits, was wird in Deutschland gebraucht, in der Industrie, in der Wirtschaft, aber auch, was wird in diesen Ländern gebraucht und wo ist es unverantwortlich, diese Ressourcen, wenn man über Menschen so sprechen möchte, dort abzuziehen. Vernünftiger Gedanke. Ja gut, aber der Gedanke ist ja nicht neu. Also ich denke, wir drehen uns auch ein bisschen im Kreis, weil all das, was hier gesagt wird, darüber reden wir seit Beginn der Migrationskrise. Und was Sie anmahnen, ist eine Einwanderungspolitik, die zum Beispiel in den USA oder in Kanada ja vorgeführt wird. Also das ist ja alles nichts Neues. Die Situation, wenn ich es mal überspitzt zitieren darf, ich glaube, Alexander Kissler hat bei Twitter geschrieben, wenn Deutschland ein Freibad wäre, dann hätten wir geschlossene Grenzen. Also genau das ist ja der Punkt. Ja, aber da sind wir wieder bei Amerika und Kanada. Das ist wieder Migration und Asyl vermischt. Aber wir haben vorhin gesagt, dieser Vorschlag ist von dieser Partei würde ich aber populistisch. So, würde ich, ich würde das so pauschal nicht sagen, weil wenn man sich das anschaut, das würde aber illegale Migration de facto nicht mehr möglich machen, beziehungsweise nicht mehr attraktiv machen. Also eine Rechtsänderung soll illegale Migration erschweren. Das sehe ich jetzt nicht wie. Also ich meine, die kommen ja jetzt auch nicht auf legalen Weg hierher. Also. Nein, prinzipiell würde ja jeder an den Grenzen abgewiesen werden, der sich auf den Weg nach Europa macht und nicht von außerhalb den Antrag gestellt wird. Also ist illegale Migranten würden jetzt auch schon an der Grenze abgewiesen werden. Das scheint so ja nicht zu funktionieren. Funktioniert nicht, ja. Sie werden aber auch zum Teil nicht abgeschoben. Die Frage ist, worauf Sie, glaube ich, hinaus wollen, ist, ob Sie dann Anspruch auf Sozialleistung hier bekämen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Faktor, kann man darüber sprechen. Nur das Problem ist ja, dass wir aktuell eine Situation haben, in der die Tafeln, die werden immer mehr in Anspruch genommen von Menschen, die mit Hartz IV Bürgergeld nicht über die Runden kommen. Damit kann man, glaube ich, keine Familie ernähren, besonders nicht gesund ernähren. Und wenn dann eben auch noch illegale Migranten, die dann keine Sozialleistung kriegen, dort auch diese in Anspruch nehmen, dann ist, glaube ich, niemandem geholfen. Und glauben Sie nicht, dass dieser Vorschlag die Flüchtlingsrouten austrocknen würde, vor allen Dingen die übers Mittelmeer? Das sehe ich nicht wie. Also er würde ja nicht durchkommen. So, das müsste er ja erstmal sozusagen umgesetzt werden. Und verfassungswidrige Gesetze können in Deutschland, Gott sei Dank, nicht einfach von der Mehrheit beschlossen werden. Ja, aber deswegen müsste man realistische Vorschläge machen. Und ich glaube, da haben wir jetzt gerade von Herrn Beuls was gehört, was, glaube ich, in die richtige Richtung zeigen würde. Über Flüchtlingsrouten sind wir ja bei Carola Rakete. Und jetzt hätte ich gerne von Ihnen gehört, warum Sie der Meinung sind, dass es falsch ist, Sie zu nominieren als Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl. Ja, auch da muss ich das Formelle und das Inhaltliche trennen. Also ich finde es erstmal unerhört, dass ein Parteivorstand, der so schwach ist, der von der Mehrheit der Mitglieder der Linkspartei nicht getragen wird, das muss man so sagen, dieser Parteivorstand sich einfach selbst ermächtigt und unser Bundesvorsitzender Martin Schirdewan sich selbst als ersten Spitzenkandidaten vorschlägt und dann noch irgendwie einen Haufen anderer Kandidaten. Also eigentlich funktioniert es in der Demokratie so und das Grundgesetz sieht auch die innere Strukturen von Parteien so vor, dass die eben demokratisch gestaltet sein müssen, dass dort die Delegierten, also quasi die Mitglieder entscheiden, wie die Liste aufgestellt wird. Und deswegen finde ich das schon schwierig. Die Personalie... Sie ist auf Platz 2, richtig? Auf Platz 2. Ja.
auch Listenplatz 2. Eigentlich will man ja immer Frauen auf Platz 1 setzen und so. Am Ende werden es dann in der Linkspartei überraschenderweise immer Männer auf Platz 1. Das ist schon merkwürdig. Aber sie ist auf Platz 2 und da muss ich sagen, es ist schon ein bisschen schwierig, weil diese Person, ich glaube, niemand hat was gegen Seenotrettung. Niemand. Doch. Sie haben was gegen Seenotrettung. Ja. Also wenn jemand im Meer ertrinkt, dann würden Sie nein, sagen... Nein, ich habe was gegen diese Ausformung von Seenotrettung, was wir ja mittlerweile in diesem großen Pauschalbegriff Seenotrettung ja auch benennen. Genau darauf wollte ich eben hinaus. Dass ja. Die Frage eben nicht ist, ob man jemanden, der wollte ertrinkt, mal eine Gemeinsamkeit mit Ihnen haben. Ja, vielleicht haben wir die. Wir werden es rausfinden. Also wenn man jemanden, der ertrinkt, rettet, dann glaube ich, kenne ich niemanden, der was dagegen hat. Die Frage ist eben, was macht man dann? Und wenn der in libyschen Hoheitsgewässern gerettet wird, dann wäre es eigentlich so, dass dort der nächste Hafen angefahren werden müsste. Und das Problem bei Frau Rakete ist, so wie ich das verstanden habe, dass sie in mehreren Fällen nach Ansicht der italienischen Justiz dort potenziell einen Rechtsbruch begangen hat, indem sie dann eben nicht den nächstgelegenen Hafen, sondern entgegen der Ansage der Küstenwache dann einen italienischen Hafen angefahren hat. Mhm. Und da muss man sich eben fragen, gerade weil wir diskutiert haben, dass das eine europäische Frage ist und dass wir da in der Europäischen Union diskutieren müssen, wie wir das gemeinsam lösen können, glaube ich nicht, dass man mit dieser Form von Aktivismus dort europäischen Lösungen näher kommt. Wunderbar. Wir kommen zum nächsten Thema. Wie geht's Ihnen mit anderen Meinungen? Regen Sie diese auf? Die Technische Universität Dresden untersuchte in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov, wie gespalten die Menschen in der Europäischen Union bei verschiedenen Themen sind und bei welchen gesellschaftlichen Gruppen die stärkste Polarisierung beobachtet werden kann. Das Ergebnis: Linke und grüne Wähler lehnen Andersdenkende stärker ab als umgekehrt. Herr Bolz, hat Sie das überrascht? Nein, natürlich nicht. Das ist selbstverständlich. Ich meine, ist es selbstverständlich? Ja, natürlich. Andersdenkende heißt ja im weitesten Sinne Liberale und Konservative. Genau, vor allem den Konservativen. Und bei den Konservativen gehört das, wenn man so will, zur DNA, dass sie tolerant sind, dass sie tolerant sind gegenüber Leuten, die eine vollkommen andere politische Meinung haben. Konservative lassen beispielsweise nicht eine Freundschaft scheitern an politischen Differenzen. Ja, also das ist, glaube ich, charakteristisch für Konservative. Und Konservative werden, da sie meistens auch Familien haben, also Familienväter oder Mütter sind, immer auch konfrontiert mit ihren eigenen Kindern, die meistens links sind, zumindest am Anfang links sind. Das heißt also, sie werden ständig auch konfrontiert mit Meinungen, die sie für abgedreht, für durchgeknallt halten und von denen sie aber wissen, okay, die entwickeln sich noch. Ja, also das, und das gibt dem Ganzen etwas sehr Liberales. Vor allen Dingen aber, und das ist das jetzt wirklich Wichtige, die Konservativen und die Liberalen gehen prinzipiell nicht davon aus, dass man die Wahrheit haben könnte. Und das ist allerdings die feste Überzeugung der Linken und erst recht der Grünen, die noch sehr viel fanatischer sind als die Linken. Und die gehen davon aus, es gäbe eine Wahrheit. Und früher war es beispielsweise so, in den goldenen Zeiten des Marxismus, dass man einen Klassenstandpunkt haben konnte und dass man eben aus der Tatsache, dass man aus einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse heraus die Welt betrachtet und sie bedenkt, schon der Wahrheit relativ nahe sein kann. Während die Konservativen, die Liberalen davon ausgehen, niemand hat die Wahrheit. Wir müssen diskutieren, wir müssen Kompromisse schließen. Am Ende sind alle unzufrieden. Demokratie ist eine idiotische Regierungsform, aber es gibt keine bessere. Und das sind Positionen, die natürlich sehr, sehr viel toleranter sind gegenüber abweichenden Meinungen als die dogmatischen Positionen. Was man auch daran sieht, dass Konservative im Prinzip eigentlich keine Theorie haben. Das macht sie übrigens so schwach in Talkshows. Die Konservativen sind deshalb so schwach in Talkshows, weil sie erstens rhetorisch nicht besonders begabt sind und weil sie eben auch theoretisch nicht ausgebildet sind. Die Linken sind extrem gut akademisch auch ausgebildet und meistens auch rhetorisch brillant. Und deshalb macht es oft den Eindruck, sie hätten wirklich die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Aber das Problem ist eben in der Tat dies. Es gibt keine politische Wahrheit, gerade im Bereich des Politischen. In der Mathematik gibt es eine Art axiomatische Wahrheit, in einigen Naturwissenschaften vielleicht auch. Aber in der Politik gibt es prinzipiell keine Wahrheit. Und deshalb ist jeder Dogmatismus, also jedes souveräne Auftreten, ich kenne die Wahrheit, ich kenne den richtigen Weg, ja, die große Transformation muss so aussehen, das ist im Grunde die Intoleranz schlechthin. Und das sehen Sie eben leider Gottes nur auf der Seite der Linken und der Grünen.
während die Konservativen eben, wie gesagt, das Problem haben, eher sprachlos zu sein. Nicht? Also guckt sich die CDU an. Die CDU hat nichts zu sagen zu keinem einzigen Thema. Die FDP ist nicht mehr wiederzuerkennen, weil sie in der falschen Koalition ist. Das heißt also, gerade Liberale und Konservative können sich eigentlich politisch nur sehr, sehr viel schlechter artikulieren. Und deshalb geben sie ein schlechteres Bild ab. Ja, deshalb dominieren Leute wie Sie oder ihre Kollegen auch in den Talkshows, nicht? Das liegt nicht nur am öffentlich-rechtlichen System. Herr Tavassoli, jetzt möchte ich Ihnen die Gelegenheit zur Gegenrede geben. Nein, also ich meine, ich glaube, bei Sarah Wagenknecht liegt das an ihren guten Argumenten und natürlich an ihrem scharfen Verstand. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur sehr hohe Beliebtheitswerte, die sich daraus ergeben. Deswegen ist sie, glaube ich, häufig in Talkshows, hoffentlich auch bei Ihnen bald eingeladen. Sie hat bis jetzt noch nicht angenommen, aber kommt ja vielleicht noch. Hoffentlich bald. Ich muss sagen, ich denke, es gab da eine Entwicklung. Also ich sehe da auf jeden Fall eine Entwicklung. Insofern muss ich Ihnen vielleicht recht geben. Wenn ich mir angucke, wo die Linke vor 100 Jahren stand, dann denke ich an Personen wie Rosa Luxemburg, die eben den Satz geprägt hat, die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Und da sehe ich heute viel Intoleranz in der Linken. Um das bei Sarah Wagenknecht festzumachen, der wurde auf dem Parteitag eine Torte ins Gesicht geworfen, also ein richtig physischer Angriff. Vor kurzem war es so, dass Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, im Bundestag, ihr Fraktionsbüro wurde angegriffen. Es gab einen Anschlag auf ihr Büro, vermutlich von Menschen aus der linksextremen Szene, die mit einigen ihrer Positionen nicht einverstanden sind. Und bei mir in Hamburg war es so, dass der ehemalige Landessprecher Kevan Tahiri, der ein Geschäft betreibt, dieses Geschäft wurde eben angegriffen mit zwei Anschlägen, weil er angeblich die falschen, zu Sarah nahen Positionen vertreten würde. Und da muss ich sagen, sieht man doch, also wenn Teile der Linken oder auch der organisierten Linken sich gegenseitig in dieser Form bekriegen, dann sieht man, dass da eine krasse Entwicklung stattgefunden hat. Und die ist leider sehr, sehr negativ. Ja, sprechen wir, bleiben wir mal bei der Intoleranz. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Die Intoleranz wird den Linksgrünen natürlich auch sehr einfach gemacht, weil sie mit ihrer Meinung, die eben meistens nur Meinung ist. Ja, ich sage ja immer, Meinung hat jeder. Die Analyse, wie ich zu dieser Meinung, wie ich zu dieser Erkenntnis komme, das ist für mich primär das Interessante. Aber weil sie mit ihrer Meinung eben durchaus auch ein dickes Pfund bei den Medien haben. Also sie haben im Prinzip auch ordentlich Rückendeckung. Das macht sie so stark. Ich würde Ihnen, Herr Bolz, auch gerne widersprechen, der Tatsache halber, dass Sie meinen, dass die Konservativen oder Liberalen nicht so geübt werden, nicht so rhetorisch geübt werden und so weiter. Das stimmt insofern, Gott sei Dank aktuell nicht mehr so sehr, wir bewegen uns meines Erachtens nach da in eine andere Richtung, als dass die Rechten, sage ich mal, die Konservativen es lange versäumt haben, ähnlich wie die Linken ihre Leute zu schulen. Nicht nur rhetorisch zu schulen, sondern sie auch inhaltlich historisch zu schulen. Das passiert mittlerweile, Gott sei Dank, denn letzten Endes ist Toleranz in meinen Augen, wenn sie wirklich ehrlich gemeint ist, auch immer ein Zeichen für Bildung. Also insofern Bildung, als dass ich den anderen akzeptiere in seiner im besten Falle aus der Analyse geborenen Meinung heraus, die aus einer eigenen Erfahrung, aus einer biografischen Erkenntnis herrührt. Also ich zeichne mal ein bisschen besseres Bild von einer diskursoffeneren Gesellschaft. Ich hoffe, dass es dazu kommt. Ich glaube, dass es dazu kommt, weil die Situation, in der wir jetzt sind, ja eben wirklich geradezu einer Gemengelage gereicht. Es ist ja so, dass wir an allen Ecken und Enden wirklich Brandherde haben. Und das führt im Endeffekt dazu, so hoffe ich, dass die Leute sich mit der Materie beschäftigen. Entweder aus einer existenziellen Not heraus, also ich merke ja als Buchhändlerin, dass ein Riesenhunger danach besteht, wirklich Quellen zu lesen, wirklich die Dinge erkennen, wirklich sie wirklich vom Grunde her wirklich besehen oder angeschaut zu werden. Und das ist für mich im besten Falle also eine Situation, die wir schon lange, lange nicht mehr gehabt haben, dass eigentlich nicht mehr derjenige, der am lautesten ist, siegt, zumal wenn er noch die Rückendeckung durch die Medien hat, sondern am besten doch der, der die besseren Argumente hat. Und da denke ich zum Beispiel an Sarah Wagenknecht, die ja von ihrer Partei genau deshalb, weil sie argumentativ und eben nicht emotional agiert, eben keine Rückendeckung mehr hat.
Das ist doch der Status quo, über den wir reden müssen und der in meinen Augen eigentlich viel, viel Optimismus in sich birgt. Die Studie wurde europaweit gemacht. Es wurden 20.000 Personen befragt in 10 EU-Mitgliedstaaten. Deutschland ist übrigens im Mittelfeld. Italien, Griechenland und Ungarn sind am polarisiertesten. Und europaweit ist es eben so, die Grünen und die Linken. Es gibt aber ein Deutschlandphänomen. Und das Deutschlandphänomen ist, AfD-Anhänger sind noch ein Ticken polarisierter in ihrer Meinung, sprich gegen die Meinung des anderen wie Grünen-Anhänger. Also sie sind knapp davor. Das ist ein reines Deutschlandphänomen. Ansonsten dominiert durch ganz Europa Grüne und Linke. Einfach nur damit das auch genannt wird. Ich möchte auf andere Themen kommen, dieses gegen die Meinung des anderen zu sein und das in einer absoluten Härte. Und wenn ich mich da an die letzten Jahre zurückerinnere, Corona. Jetzt im Öffentlich-Rechtlichen, beim Jan Böhmermann, gutes Beispiel, wie er oft Andersdenkende attackiert. Ich denke da an Marie-Louise Vollbrecht, eine Biologin, die aufs Schärfste beleidigt wurde und aufgrund dieser Sendung sogar tätlich angegriffen wurde. Da hat sich doch wirklich was verschoben in der Gesellschaft. Also Corona ist ein Katalysator gewesen. In negativer wie auch in positiver Hinsicht. Corona hat, obgleich wir alle Masken getragen haben, die Masken von dem Gesicht gerissen. Eigentlich hat diese Situation gezeigt, wie schlecht der Mensch ist und wie leicht er zu führen ist und wie leicht er auch bereit ist, den anderen, den Andersdenkenden, den Andershandelnden zu denunzieren und ihn eben auch wirklich in ewige Verdammnis zu wünschen. Das klingt so, als hätten viele einfach nur auf Corona gewartet, um das auszuleben, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also ausgelebt haben Sie es schon vorher, aber dieses Ausleben hat sich natürlich nur an einer entsprechenden Minderheit, weil der Andersdenkende ist in der Minderheit, ausgeübt. Und bei Corona waren es eben ein paar mehr, weil es eben an die wirkliche eigene Existenz, an die wirklich eigene Freiheit, an den eigenen Körper ging. Wir können, so schlimm wie es ist, dankbar sein für diese 2 Jahre. Und ich hoffe, dass wir nicht vergessen, was da passiert ist. Also dankbar bin ich nicht. Ja. Aber Sie wissen ja, wie ich es meine. Ich glaube, ich weiß, wie Sie es meinen. Und zwar denke ich, dass sich dort einige Tendenzen bei Menschen herausgestellt haben, die höchst problematisch sind. Und da kann man dann auch sagen, sozusagen, was linken Hass oder sowas angeht, da würde ich vielleicht mitgehen, wenn ich Bilder gesehen habe oder erlebt habe, wo 14-, 15-jährige Schülerinnen von der Antifa dann große Demonstrationen angeschrien haben, wir impfen euch alle. Ja, das hat man damals gehört. Wahnsinn. Und das ist eben nicht der Diskurs auf einem hohen Niveau. Das hat dann auch mit Wissenschaft nichts zu tun, auch wenn diese Menschen häufig behaupten, so wie die Klimakleber, sie hätten die Wissenschaft für sich gepachtet. Also die funktioniert Wissenschaft. Die Wissenschaft, das ist dann eine zur Religion erhobene Wissenschaft. Das hat mit Wissenschaft am Ende nichts mehr am Hut. Und da geht es um Selbstdarstellung und da geht es um Hass, weil das ist Hass. Und mit Hass kann man Leute vielleicht gefügig machen, aber man kann sie nicht überzeugen. Und deswegen fand ich sowas unglaublich kontraproduktiv. Und ich glaube, das hat nichts mit Antifaschismus zu tun, sondern eher mit dem Gegenteil. Und in dieser Zeit, da ging es um höchstpersönliche Fragen, die körperliche Integrität, da ging es um die Frage, sollen Kinder geimpft werden, soll es eine Zwangsimpfung geben, das wurde diskutiert, das sind Fragen, die muss man auf einem hohen Niveau diskutieren, die müssen im Bundestag, die müssen in Buchhandlungen diskutiert werden. Aber nicht nur im Bereich der Impfung, sondern können Sie sich noch daran erinnern, dass wir uns nur in einem Umkreis von 15 Kilometer aufhalten sollten, dass Kinder vom Rodelberg geholt werden, in Zeiten, wo eben Deutschland noch nicht mal in der Lage ist, seine Grenzen zu sichern. Ja, also das ist alles auch so absurd nicht auf einer gewesen. Parkbank sitzen und ein Buch lesen. Ja. Ja, Sie haben ein Bild eingeblendet aus der Schanze, da war es so, dass Leute, die mit einer Glasflasche dort festgenommen wurden, die mussten 200 Euro Strafe zahlen, das habe ich erlebt. Also die Bilder übrigens von G20, damals waren auch viele Europäer dabei, viele Italiener, die das verursacht haben, Franzosen, Anarchisten, das war ein Festival der Gewalt in Hamburg. Ob das wirklich so ist, dass das ein Zeichen ist, dass die Menschen doch böse sind, da würde ich doch noch ein bisschen zögern. Und zwar einfach nicht alle. Ob wir da dankbar sein müssen für die 2 Jahre. Also, man muss auch sagen, es hat sich seitdem ja nicht verbessert. Es geht, glaube ich, um etwas anderes. Und zwar geht es, und in all diesen Fragen geht es im Grunde um die Frage, gibt es eine Patentlösung für das Problem oder nicht?
Und ich glaube, es gibt eine sehr, sehr große Sympathie der meisten Menschen für das Angebot einer Patentlösung, für die sie dann auch gerne mal fanatisch werden und fanatisch eintreten für diese scheinbar klare und einfache Sache. So wie eben Impfpflicht oder jeder wird geimpft, das ist die Lösung. Wenn sie mit balancierten, vielfältigen Überlegungen kommen, vielleicht mal so, vielleicht mal so, vielleicht mal abwarten, vielleicht mal probieren, das hat keinen Sexappeal und das hat auch keine religiöse Überzeugungskraft. Denn das, und da sind wir wieder bei den Grünen und bei den Linken. Nur die Grünen, und früher die Linken, aber zum Teil in den letzten Jahren eigentlich nur noch die Grünen, haben Patentrezepte. Sie wissen wirklich, wie die Welt zu retten ist. Und das hat eine unglaubliche Suggestivkraft. Vor allen Dingen, wenn man das verbinden kann für die Menschen mit dem Angebot, du selber kannst konkret etwas zur Rettung der Welt tun. Also wir können, indem du das und das, was das und das nicht mehr kaufst, dahin nicht mehr fliegst und. Du selber kannst 5 vor 12 noch den Untergang der Welt abwenden. Und das ist ein unglaublich tolles Angebot. Das ist ein parareligiöses Angebot, das die Politik da macht. Und deshalb werden diese Leute auch nicht untergehen. Also diese Hoffnung, die die Konservativen im Moment haben, dass die Krise, in der die Grünen sind und auch die Linke ist, dass das vielleicht zum Verschwinden der linksgrünen Bewegung wird, die ist vollkommen verfehlt. Denn es gibt immer einen harten Kern von glaubensbereiten Menschen, gerade in Deutschland. Und die werden nur von Grün und von Links bedient. Deshalb wird es an dieser Konstellation so schnell keine... deshalb muss ich sogar unserem Bundeskanzler zustimmen in diesem einen Punkt, der bei einem Interview unlängst gesagt hat, er glaubt nicht, dass sich irgendwie am Wahlergebnis bei den nächsten Bundestagswahlen Wesentliches ändern wird. Einfach deshalb, weil ich glaube, dieser harte Kern der Gläubigen Linksgrünen, der bleibt hart und der lässt sich auch nicht durch empirische Gegenbeweise oder auch durch gute Argumente erschüttern. Denn das ist, glaube ich, ist Ihre Illusion. Da kann ich Ihnen nicht folgen. Na, meine Illusion ist die Realität. Sie sind im Grunde Habermasianerin und denken noch an die Kraft des besseren Arguments. Das Nein, wäre ich so denke schön. An die jeder, Kraft des... Jeder intelligente Mensch muss das eigentlich glauben ich oder denke, hoffen, aber ich denke nicht. An die. Nein, ich hoffe auf die Kraft. Ja. Und Sie wissen ja, dass ich als Ostdeutsche immer noch dem Mythos verfallen bin, einmal ein gesellschaftliches System gestürzt zu haben. Ich glaube an die Kraft der Realität. Ich glaube an die Kraft der existenziellen Situation, die jeden Einzelnen betrifft. Und wenn Sie von dieser Faszination sprechen, derjenigen, die glauben, dann ist das eine Faszination des Utopismus. Das haben wir im 20. Jahrhundert durchexerziert, von vorne bis hinten und von oben bis unten. Aber warum sollte denn nicht auch mal eine Faszination von rechts kommen? Auch die hat es schon gegeben. Also ich denke, aber das Patentrezept... Naja, ich bin ja nicht dafür, aber ich will das mal sagen, die hat es auch gegeben. Ja? Also, eine Sache möchte ich noch sagen. Da gibt's das Patent, eine Impfung, die bleibt das Patent, bestimmt. Das Patentrezept, was hier angeboten wurde bei Corona, war Sicherheit. Man zahlt mit der Freiheit für die Sicherheit. Ja, dafür sind die Und Deutschen ich glaube... Immer. Immer. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass man das wirklich nicht vergessen darf, dass wir einen großen Teil unserer Freiheit für eine vermeintliche, und ich meine, dafür gibt es mittlerweile ja wirklich Untersuchungen, und es gibt sogar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Medienanstalten, die mittlerweile auch solche Dinge, natürlich ohne Eingeständnis ihrer eigenen Schuld, aber zumindest zum Thema von Sendungen machen, dass wir einen großen Teil unserer Freiheit einfach so hergeben sollten. Und das darf nicht mehr passieren. Niemals. Und zwar weder in der linken noch in der rechten Seite. Herr Tavassoli. Ja, also ich würde da absolut zustimmen. Bei dem Metzgesang, bei der Faszination von rechts, da muss ich doch sagen, ich sehe die als sehr gefährlich an. Und ich sehe die auch gerade. Ich sehe die, wenn ich sehe, dass ein 40-jähriger Bauarbeiter auf dem Weg zur Arbeit sozusagen im Stau feststeckt und der in seiner Lebensrealität muss er seine Familie ernähren und muss zur Arbeit. Und dann klebt sich da ein 22-jähriger Student irgendwo zwischen dem Urlaub auf Bali und bevor er dann nach Cancun, nach Mexiko für ein Yoga-Retreat fliegt, klebt sich da fest und packt das in seine Instagram-Story, dann sehe ich, dass da eine Faszination nach rechts entstehen kann. Und deswegen denke ich, halte ich diese Konfrontation für sehr gefährlich und denke, dass es eben mit Hass auch von links nicht geht, sondern dass man die Argumentation suchen muss, auch wenn man, und das ist dieser 22-jährige Student, wahrscheinlich überzeugt davon ist, dass er für die gerechte Sache kämpft, die Welt retten möchte und die Wissenschaft auf seiner Seite hat. Aber dann muss man mit den Argumenten
überzeugen und nicht damit, dass man andere Menschen gegen sich aufhetzt und vielleicht nach rechts treibt. Ja. Herr Tavassoli, Sie provozieren ja auch gerne, sind selber was? Aktivist. Und was sind Sie, eine Transmuslima? Habe ich das richtig im Kopf? Also Sie spielen, glaube ich, auf den Film an. Genau. Und der Film wurde ja im Dezember gedreht. Also ich kann den Film sozusagen... Trans ist Trend, eine Dokumentation von meiner Kollegin Judith Buzzard zusammen mit Jan Caron, die sich dem Phänomen sozusagen genähert haben, welche politische Bewegung hinter der Pride-Flagge steckt und vor allen Dingen die Progressive Flag und was da es schon für Auswüchse gibt, kurz zusammengefasst. Das hat dazu geführt, dass der Queer-Beauftragte der Berliner Regierung meine beiden Kollegen, die Geschäftsführung von NIOS und Julian Reichelt, der auch unter NIOS publiziert, angezeigt hat wegen Volksverhetzung. Und das ist doch auch eine neue Qualität der Bekämpfung von gegensätzlicher Meinung, wenn wirklich politisch dagegen vorgegangen wird, oder? Ist das neu? In dem, Ausmaß, also... Ja, von der Richtung. Das ist aber eine neue Qualität. Ja, also das... Von der Quantität her. Ja, aber auch... Volksverhetzung gegen Journalisten. 5 Jahre Haft drauf. Ne? Das ist ein Strafmaß. Ich meine, der Mann weiß natürlich, dass das juristisch nicht durchgeht, das ist ja vollkommen klar, aber die Einschüchterung, die dadurch manifest wird, ist gigantisch. Ich will ja nur provozieren. Ja. Ich glaube nämlich, sagen zu können, dass der Vorwurf der Volksverhetzung der am meisten gebrauchte und am meisten zur Anzeige gebrachte ist. Könnte sein. Also insofern ist es nicht ganz neu, aber die Richtung, aus der sie kommt, ist neu. Ja, ja. Und wenn jetzt ein Regierungsvertreter eben so eine Anzeige gegen das Mitglied der vierten Gewalt, Journalismus hat ja auch die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, das ist Einschüchterung. Ne? Und das ist höchst problematisch. Natürlich. Genauso problematisch wie das von Ihnen eben angesprochene Verhalten von Herrn Böhmermann, der eben Marie-Louise Vollbrecht und auch Ali Schwarzer und weitere Frauen als Scheißhaufen bezeichnet hat. Also das ist nun wirklich, ist jetzt Feministinnen von einem Mann als Scheißhaufen. Ich würde gesagt, nicht zusammenmischen, die beiden Sachen. Böhmermann ist ein Idiot, aber der soll machen, was er will und der soll es auch immer dürfen. Wenn die ZDF damit irgendeine Klientel anspricht, das tut's irgendwie, alles in Ordnung. Der soll jeden Unsinn reden und jede Beleidigung aussprechen. Und wenn sich jemand ernsthaft beleidigt fühlt, gibt es auch juristische Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Das würde ich ganz zur Seite lassen. Das, was wir jetzt erlebt haben, ist eine vollkommen neue Qualität. Sie haben das ja auch richtig beschrieben, dass ein Regierungsvertreter im Grunde sagt, wenn ihr euch irgendwie kritisch einmischt in das, was wir da als Neues ausbaldowert haben, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr nicht nur euren Job verliert, sondern am Ende landet ihr vielleicht sogar im Gefängnis. Und dieses Ausmaß von Einschüchterung, sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt, seit ich denken kann in Deutschland, das erinnert sehr, sehr stark an autoritäre Regime. Ja? Also sowas hätte ich mir in der Türkei unheimlich gut vorstellen können, aber niemals in Deutschland. Das hat mich wirklich überrascht. Also das meiste, was so passiert, überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Aber das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Und ausgerechnet jetzt mit dem neuen CDU, mit dem CDU-Signal. Ja, also das ist doch unfassbar. Ich gebe Ihnen recht, dass eine neue Qualität darstellt. Ich sehe nur eine schleichende Entwicklung, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, für den Böhmermann arbeitet, der ist natürlich trotz der angeblichen Staatsferne, ist der auch verwoben mit der Regierungspolitik. Ja. Und das war der erste Schritt. Und jetzt sieht man, dass ein Queerbeauftragter, der nun für das Land Berlin arbeitet, dass der Anzeigen gegen Andersdenkende, gegen private Journalisten ausstellt. Also das ist eine Situation, die macht Angst, wo es hingehen kann, weil wir haben es mit Corona haben wir gesehen, wie schnell auch Meinungsfreiheit gefährdet werden kann. Aber doch nicht erst seit Corona. Ich meine, deswegen, da habe ich so wahrgenommen. Genau, danke, darauf will ich hinaus. Und deswegen will ich das nochmal spezifizieren. Wenn ich sage, ich bin dankbar, dann meine ich mich persönlich. Ich bin dankbar dafür, dass Sie es dann mal gemerkt haben. Ich meine, darüber reden wir seit Jahren. Aber ich hätte es lieber gemerkt, wenn ich bei Ihnen in der Buchhandlung zu Gast wäre, als dadurch, dass viele Tausende, Hunderttausende Kinder nicht zur Schule gehen konnten. Der Mensch lernt nur im Schmerz und am besten müssen es ganz viele sein. Ja. Also leider ist das augenscheinlich so. Da bin ich vielleicht doch ein bisschen utopistischer als Sie. Bin ich überzeugt davon. Wir kommen zum letzten Thema. Zitat, wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren. Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept,
das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten, sagt der Verbandschef der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Johannes Niesen dem RND. Siesta also, eine mehrstündige Mittagspause, also nach spanischem Vorbild, ist... Also ich habe den Fehler gemacht, als ich vor knapp 30 Jahren meine Buchhandlung eröffnet habe, dran zu schreiben, dass ich von 10 bis 18 Uhr geöffnet habe. Mittlerweile denke ich, das wäre eigentlich schön, mal so eine Mittagspause zu haben. Aber dazu kann ich nur sagen, ich mache das seit Jahren, nach dem Vorbild meines Mannes. Der wiederum hat sich lange Zeit für Japan interessiert und dort ist es gang und gäbe. Man legt sich eben ungefähr 10, 15 Minuten einfach mal hin. Man ruht sich aus, man kommt mal schön runter und startet dann erfrischt danach in seine Tätigkeit. Interessant finde ich bloß, dass die Arbeitsweise der südlichen Länder so bezeichnet wird, dass die morgens aufstehen, morgens produktiv arbeiten, dann ein, zwei Stunden Siesta machen und dann wieder produktiv sind. Also das habe ich ehrlich gesagt so in südlichen Ländern nie empfunden. Ich habe einfach immer den Eindruck gehabt, dass die ein bisschen lässiger sind als wir. Und das wäre doch schön, wenn uns das gelingen würde, oder? Man muss dazu sagen, die Siesta ist jetzt nicht dazu gedacht, einen Powernap zu machen, um dann frische Arbeit zu starten, sondern aufgrund der Hitze ist es den Menschen nicht mehr zumutbar. Drum finden Sie es denn derzeit besonders warm? Haben wir nicht Sommer? Müssen wir darüber reden? Anscheinend. Auch Karl Lauterbach sagt, er begrüßt auch diesen Vorschlag. Oh. Die Stimme der Wissenschaft. Den gibt es immer noch, ne? Ja, der sich fleißig äußert aus Italien von seinem Urlaub. Ja, der begibt sich ja geradezu in Lebensgefahr. Ne? Und der italienische Tourismusminister hat sich heute auch dazu geäußert. Oh. Und im Grunde genommen so ein bisschen durch die Blume verstehen sie gegeben, er ist nicht sehr happy damit, wie sich Karl Lauterbach heute äußert. Krokodil in einem Badesee in Deutschland gibt. Ja, da würde ich fest damit rechnen. Also Sie spielen damit an auf Sommerloch-Themen. Ja, also das ein absurderes Sommerloch-Thema habe ich selten erlebt. Wie die Siesta oder Lauterbach? Siesta, die gehören ja aber alle es hat zusammen. Wenigstens was mit Sommer zu tun, ist doch gut. In der Tat. Ich meine, es war ja eigentlich schon irrsinnig peinlich, als im Grunde die Panik, Corona-Panik abgeklungen war, wie man dann schnell gesucht hat, wo könnte das nächste Panikthema sein. Und da kam man dann ausgerechnet in Deutschland, vielleicht 5, 6 Tage mal über 30 Grad, also Temperaturen, die rund um uns herum im Süden mehr oder minder an der Tagesordnung das ganze Jahr sind, dass man dann ausgerechnet in Deutschland wieder vorangehen wird. Wir wollen ja auch vorangehen mit dem Hitzeschutz, damit alle anderen das dann auch übernehmen. Also das ist so hirnrissig, aber es scheint trotzdem irgendwie auch zu funktionieren. 48 Grad Bodentemperatur, sage ich dazu nur. Bodentemperatur. Naja, aber Siesta, Spanien. Ich war, wann war das? 2006 war ich für längere Zeit in Spanien und habe mich dort auch mit vielen unterhalten. Und die haben mir damals gesagt, die Jüngeren, sie sind gegen die Siesta, weil es ein wirtschaftlicher Bremser ist. Jetzt finde ich spannend, dass in Zeiten von Rezession wir über Siesta reden. Also im Grunde genommen, ob wir da nicht vielleicht die Wirtschaft ein bisschen runterfahren. Na, gerade deswegen doch. Ist denn Deutschland noch ein Wirtschaftsstandort? Wie lange denn noch? Also ich meine, wir sind bei der Deindustrialisierung. Also ich bitte Sie, jede Verschwörungstheorie würde das jetzt natürlich mit Genugtuung aufnehmen, diese Art von Argumentation. Und vor allen Dingen möchte ich auch noch mit reinbringen den demografischen Wandel. Immer mehr Menschen gehen in Rente, immer weniger sind noch im arbeitsfähigen Alter. Da Siesta ins Spiel zu bringen, ist doch unverantwortlich, oder? Also es ist natürlich auch eine Frage des Alters vielleicht, aber ich glaube vor allen Dingen ist es eine Frage der Arbeitsbedingungen. Ne? Also wer im klimatisierten, wohlklimatisierten Büro sitzt, vielleicht mit Kältepumpe ausgestattet, der hat es natürlich einfacher. Jemand, der auf dem Bau arbeitet und dann in der brütenden Sonne sozusagen, das ist in Deutschland, also gerade in meiner Heimat in Norddeutschland jetzt eher selten, bei Ihnen im schönen Dresden sieht das vielleicht schon anders aus. Aber da muss man natürlich im Einzelfall gucken. Nur ich glaube, dass wir jetzt den großen Kulturwandel einleiten und uns jetzt am Süden orientieren, dafür ist es dann doch noch ein bisschen zu kühl und gerade in Hamburg auch zu nass. Ja. Vor allen Dingen, ich denke mir bei der Debatte, Was denken auch die Leute, wie sozusagen der Alltag der Menschen wirklich aussieht? Hier in Berlin, die Leute können sich nicht mehr die Innenstadtmieten leisten, die pendeln. Eine Stunde ist nicht die große Ausnahme, sondern brauchst du eine Stunde nach Hause, dann legst du dich dort eine Stunde hin, kommst wieder zurück, das sind 3 Stunden, das ist doch realitätsfern. Abgehoben. Ja.
Na gut, vielleicht möchten die Menschen auch einfach mehr Zeit bei ihrer Familie verbringen, als noch mehr Zeit im Büro und dann auch noch schlafen. Also ich denke ja, man kann sich an den südlichen Ländern teilweise auch inspirieren. Ne? Aber ich würde mir dann eher die Esskultur aus Spanien oder Frankreich oder Italien holen und jetzt nicht unbedingt die Siesta-Kultur. Und ich mir vor allen Dingen das wirkliche Wetter aus Spanien. Das wäre das. Da sind wir uns einig. Stimmt. Das war's auch schon wieder. Das war Stimmt, Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Das war eine sehr, sehr schöne, lustige Runde heute. Und Sie, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentarspalte. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.